Herr Warwick dazu. Auch zum Großthema Ukraine. Maxim Goldab, ukrainischer Oppositioneller, dessen Partei Union der linken Kräfte im Juni 2022, wie alle anderen linken Parteien auch, verboten wurde, ist jetzt wegen Informationstätigkeiten zugunsten des Aggressors angeklagt worden. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Zuvor war seine Wohnung vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU durchsucht worden. Hintergrund ist, dass er zuvor unter anderem auch auf den Nachdenkseiten Artikel veröffentlicht hat, die sich mit der Korruption im Verteidigungsministerium und zunehmend autoritären Strukturen im Regierungsapparat befassten. Ist der Bundesregierung dieser Fall bekannt und wie bewertet sie grundsätzlich das aktuelle Vorgehen der ukrainischen Regierung gegen regierungskritische Politiker und Journalisten? Also zu dem konkreten Fall kann ich jedenfalls nichts sagen, aber wir nehmen grundsätzlich wahr, dass die Ukraine sich dafür einsetzt, dass Korruption im Land bekämpft wird und dieses Thema offen und offensiv auch von sich aus angeht. Und wir haben da durchaus auch, was das demokratische Klima insgesamt angeht, Vertrauen in die ukrainischen Behörden und die ukrainische Regierung. Herr Kollege. Noch eine Nachfrage? Ja, dann auch wenn Sie mir die noch gönnen. Ja, natürlich. Zum einen war die Antwort nicht bewertet, wie Sie die Verfolgung von regierungskritischen Politikern und Journalisten derzeit beantworten. Aber ich hatte auch schon erwähnt, dass unter Selenskyj wirklich alle linken Parteien in der Ukraine verboten wurden. Im Gegenteil etwa zur rechtsradikalen Svoboda-Partei, die als eine von zwei Oppositionsparteien überlebt hat. Mich würde interessieren, wie bewertet es denn eigentlich Kanzler Scholz, dass alle potenziellen Schwesterparteien der SPD in der Ukraine verboten sind und setzte sich bei entsprechenden Regierungskonstellationen auch für die Aufhebung dieser Parteiverbote ein. Zu dem Thema habe ich mich nicht mit Ihnen beraten. Sehen Sie es mir nach. Können Sie ja sicher was nachreichen. So, Herr Jung zu dem Thema. Ja, kurz mal zurück zu der Parteienfrage in der Ukraine. Frau Deschauer, ist der Bundesregierung mehr als nur... Nee, ist ihm bekannt, dass es in der Ukraine neben dem Verbot oder der Verbotsmöglichkeit von Parteien, die als pro-russisch gelten und die Souveränität und territoriale Integrität des Landes gefährden, verboten werden können? Könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Also bisher gibt es ja nur eine Verbotsmöglichkeit von Parteien in der Ukraine, die pro-russisch sind und die territoriale Integrität der Ukraine gefährden. Ist Ihnen darüber hinaus ein Verbot anderer Parteien bekannt oder eine Verbotsmöglichkeit anderer Parteien, wie hier suggeriert wurde? Kann ich ad hoc dazu nicht sagen. Können Sie das nachreichen? Gegebenenfalls, wenn wir was dazu sagen können, sehr gerne, wie immer.